Hallo und herzlich willkommen zu unserem Landwirtschaftssimulator 2013 Let's Play mit der Folge 26. Ja, die wird am 22.12. erscheinen, zwei Tage vor Weihnachten. Heute zwar auch wieder mit Martin, nur ist der gerade am Traktor holen, dass wir hier einfach schnell weitermachen können und Mais häckseln. Wir brauchen einfach Geld. Ja, Martin, du darfst dich auch melden, wenn du willst. Ja, guten Tag. Aber ich bin gerade ein klein bisschen beschäftigt. Beziehungsweise, ich bin gerade ein bisschen im Stress und ein bisschen verwirrt, wie mir jetzt hier was mache, dass alles noch pünktlich und so fertig wird. Und dass mir pünktlich und also alles hinkriegt. Das frage ich mich auch, aber wird schon irgendwie funktionieren. Ja. Ich glaube, zusammen schaffen wir das. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Oh, ich bin jetzt nicht ganz voll geworden von so einer Reihe. Also, ich mache mich auf den Rückweg. Gut. Durchaus auch zufahren. Helfen. Ja. Der Helfer. Ja, beim Wende. Nee. Beim Wende fährt er nicht gern. Ach so. Warum hängt er jetzt? Ja, sie S hängt. Ich habe gerade nochmal einen Helfer eingestellt. Nicht, dass wir jetzt zu viele Helfer. Er hängt nicht. Ich bin nur voll. Jetzt kann ich in dem Silo hier nicht ablehren. Alter, was ist da eigentlich los? Ich kann jetzt in dem Silo wenigstens wieder ablehren. Abkippen. Wieso kann ich in den Silos jetzt nicht mehr abkippen? In keinem, oder was? Ja. In den zwei, wo wir schon mal was drin hatten, nicht? Vielleicht muss man das irgendwie reinigen, keine Ahnung. In dem hier geht's. Solange es noch in einem geht. Vielleicht gibt es irgendeine Zeit, die man warten muss, bis man wieder was reintun kann. Keine Ahnung. Vielleicht weiß da ja jemand was, könnte es uns vielleicht bitte Bescheid geben. Der Bergmann-Kipper steht oben und der Gillibert, das Ding hast du mit, der Agroliner. Komm einfach an Biogas, da steht der Bergmann. So, also was ich versprechen kann, ist, dass die Folge eigentlich voll wird mit Ernte. Häckseln. Und ich nicht weiß, wann wir angefangen haben mit der Folge, aber ich weiß, dass das schon in der zweiten Wachstumsstufe ist, alles. Alles? Ja, bis auf ganz kleine Kleinigkeiten. Das wird lustig. Das schaffen wir nicht. Das schafft man nie. Ja, jetzt gucken wir mal. Wenn es verdirrt ist, auch nicht schlimm. Haben wir eigentlich vorher überhaupt gesagt, was alles in der Pause passiert ist, wo wir nicht da waren? Nein, ich habe Druck gemacht. Erzähl. Wir haben eigentlich nur die gekaufte Sache zu Feld 41 gefahren und gewartet, bis das Zeug gewachsen ist. Ja, und halt. Ja, und das angefangene Feld noch fertig gesät lassen und so. Alle Felder fertig gesät. Wir haben alle Felder voll mit Mais geklatscht. Jetzt bis auf Feld 14, 14 und Feld 41. Nein. Ja. Ja, Feld 41 wird noch gesät. Ja.
wird morgen verraten mit was, oder wisst ihr das schon? Erstens wisst ihr das schon und zweitens ist nicht morgen und drittens übermorgen. Vielleicht heute noch. Sonst reicht uns das an Weihnachten nie von der Zeit her. Ja, stimmt. Mir leckt's gerade ein bisschen. Die Zeit ist viel zu knapp. Wir sind schon wieder bei 5 Minuten. 5,5. Ja, das könnte sein, wenn wir, oder das sage ich jetzt einfach mal so, wenn wir sehen, dass wir genug Mais haben, also genug Geld kriegen, dass wir dann, wie heißt es, den Rest verrotten lassen, untergrubbern. Ja, aber Leute, ich werde gerade angerufen, ich stecke schnell mein Mikrofon aus, bis gleich, Entschuldigung. Ja, das ist jetzt blöd. Fast voll. Aber ich meine, das reicht, dass wir das noch alles ernten. Behaupte ich. Da läuft er ja rum. Wieder da. In dem Fall ist er nicht wieder da. Machen wir noch halt ein bisschen allein weiter. Ich bin noch da. Ja, was ist jetzt los? Mach mich nicht schwach. Was denn? Ich bin noch da. Jetzt höre ich dich wieder. Ah, du hast dich gerade voll komisch angehört. Ja. Ich möchte die Störung nochmal entschuldigen, aber es war ein Leiterkollege von den Pfadfindern. Und ja, wenn es interessiert, ich bin Pfadfinderleiter. Da könnt ihr jetzt lachen oder nicht, ist mir egal. Dass ich noch was zu erledigen habe und das relativ dringend ist, aber das mache ich jetzt dann halt nachher in der Pause. Oder heute Abend. So dringend. Darf ich nur nicht vergessen. Und ja. Gibt's sonst noch irgendwas, was ich gerade gemacht habe? Nee. Vielleicht habt ihr gesehen, ich bin nicht so ganz multitasking-fähig. Telefonieren und fahren eben gleichzeitig hat nicht so funktioniert, wie ich mir es gedacht habe, aber
Ja. Bobby, wir haben viel zu viel Mais gesät. Das leckt, das leckt, das leckt. Bremst doch. Bei mir leckt's komplett. Jo, das könnte dann, glaube ich, wirklich sein, dass, wie heißt's? Dass wir einfach einen Teil vom Mais verrotten lassen, weil das hat keinen Sinn, wenn wir jetzt mit aller Gewalt den Mais da rein heimbringen wollen und dann nachher die Zeit nicht mehr haben für das andere Vorbereiten von unserem Weihnachtsspecial. Ich weiß nicht, wie viel wir denn jetzt eigentlich schon Zeit vorbei haben von der Folge. 10 Minuten 47. Ah, okay. Das wird eng. Hm. Wie viel Geld haben wir ungefähr davor rausgekriegt? 700.000, gell? Ich weiß es, du hast das Konto im Überblick. Ich glaube 700.000 drum. 700.000 reicht uns aber gut für die Anschaffung der nächsten Maschine. Oder? Ja. Den Teil haben wir ja schon. Den Teil haben wir schon. Maschinen, was brauchen wir denn dann noch? So, jetzt ist die große Frage, was wir noch an Maschinen brauchen. Was haben wir gesagt? 200.000 rum. 300.000 Euro. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so genau. Um ehrlich zu sein. Ah, wir können ein bisschen Mais auch gleich noch. Nee, das müssen wir nicht. Nee, das ist jetzt wieder Kacke. Fällt mir gerade so auf. Egal. Dann müssen wir. Wieso geht das nicht? Jetzt haben wir ein kleines, großes Problem. Wieso geht? Wieso? Weil ich jetzt nichts verraten will. Und wenn wir das jetzt machen, so wie ich das gerade vorher gedacht habe, dann würden wir was verraten. Und wenn wir es nicht so machen, dann gibt's Probleme mit Alter. dann gibt's Probleme, oder wir müssen das, was wir an Weihnachten zeigen wollen, einfach erstmal halblebig machen und gucken, was wir dann in der Folge noch hinkriegen. Ja, oder wir machen einfach kein Heiligabend-Special, sondern ein zweiter Weihnachtsfeiertag-Special. Nein, wir machen ein Heiligabend-Special. Aua. Ich habe Knie. Haha, Moped fahren im Wind ist ungesund. Ja, kalte Knie, wa? Nee, nicht kalte Knie, sondern auf die Fresse gelegte Knie. Drum fahrt andere Auto. Drum bin ich noch keine 18. Ich hab schon ganz genau gehört, was du gesagt hast. Ja, ist mir egal. Ist mir relativ. Wenn ich das Auto kaputt fahre, wär's nicht mal mein Auto, weißt? Tja. Du musst nochmal kommen, das reicht mir nicht. Ja. Ja, du kannst auch losfahren. Ist ja nicht so, als ob ich warten würde oder so. Ja, willst du halt irgendwie, da man das den restlichen Mais nachher am anderen bringt. Ja, das meinte ich ja vorher, aber das geht nicht, dann würden wir was verraten. Ja, wenn's ich wegbringe, das sieht keiner. Ja, dann musstest du wegbringen. Eieiei. Ja, wenn du sagst, ich soll schon mal losfahren. Nein, der andere. Ja, in dem Fall tust du de. Hau ab, ich mach meinen gleich voll. Oder ich nehm den Bergmann mit. Nee, du nimmst mal schon den Großen mit. Und dann fährt nämlich einer gleich de Häcksler hoch und ich fahr gleich das erste Mal dahin. Ach so, ja, das geht auch. Wenn ich den Bergmann mitnehme, hätten wir halt gleich mehr, was dort wäre. Egal. Du kannst, solange der da am Raps mache ist,
Möchtest du das jetzt noch hier lehren? Ja, das lehre ich jetzt noch hier. Und du kannst dann nachher einmal den Drescher ein wenig lehren. Nebenher. Das heißt, ich verdichte das hier jetzt noch wenn komplett. Wenn du nichts mehr wegfährst. Ich verdichte das hier jetzt noch komplett und deck das dann ab. Fahr mit dem Schlüter auf den Hof. Und dann. Du darfst dann nachher vielleicht nur die Karte nicht so im Großblick zeigen, sonst seht ihr, wo ich hinfahre. Ja, passt. Und dann fange ich nachher an mit Mähen, oder? Du könntest auch erst das, wo der da einen Raps erntet, einmal den Drescher wieder leeren. Ja, aber das ist unwichtig. Wir wollen doch. Ja, oder du fängst an Mähen, ja? Wollen wir Heuballen machen oder wollen wir. Ja, wir wollen doch Quaderballen. Heuballen, ja. Moment, das müsste ich jetzt gerade kurz nachlesen, bevor ich dir das sagen kann. Heuballen. Wir machen Heuballen. Und dann. Ja. Wir machen. Eigentlich reicht doch Gras direkt. Nee, wir haben keinen Ladewagen. Ah, stimmt. Ja, in dem Fall ist es egal, oder? Die können auch mal Heuballen. Wenn du das machst, ja. Was wir jetzt vor. Oh, ich fahr gerade mit dem falschen Traktor hoch, sehe ich gerade. Ich brauche halt vielleicht der Dinge. Schlüter. Ach nee, du hast den Glas schon hochgestellt. Hey, was laberst du? Ja, der Drescher. Der Häcksler, der steht schon lang da. Häcksler, ja. Du bist langsam. Wenn du jetzt nur ein bisschen wartest, bin ich voll. Das tankt doch schneller ab. Ich guck jetzt mal nicht zu dir. Ich bin's erst immer voll. Du sagst, wenn du außer Reichweite bist. Ich weiß nicht, wie groß deine Reichweite ist. Wenn du schneller fährst, dann wird die Reichweite größer. Ich fahr grad gar nicht. Aber ich denke, du bist jetzt außer Reichweite, oder? Ich fahr jetzt gerade mit dem Schlüter auf den Hof oder in Richtung Hof. Ja, du siehst mich auf jeden Fall nicht mehr. Dazu bin ich zu weit weg, als dass das Ding das Spiel laden würde. Okay. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte es mit dem Ding zu Feld 41 fahren. Verdammt! Und sowas machst du, wenn man eh schon keine Zeit habt? Ja. Achso, nee, ich muss jetzt erstmal mähen. Da war was. Ich mähe jetzt. Warte, ist das überhaupt schon fertig gewachsen? Teilweise.
dass er schon fertig gewachsen ist, das mähe ich jetzt. So. So. Breit ab. Ne. Schwartablage aktivieren. So. Ich bin auf dem Rückweg. Ja, und ich bin am Nähen. Okay, was sagt die Zeit? 20 Minuten. 21. Könnte auch noch reichen. Wie lange Videos können wir hochladen? Weiß nicht, aber halbe Stunde geht schon. Okay. Jo. Da hat er natürlich lange Standseite, der Häcksler, wenn ich immer so lange weg bin und nur einer. Egal, aber du kannst. Aber das ist auch wichtig, dass einer gleich da wenk. Ja. Da wenk macht. Ich kann hier, glaube ich, eh noch nicht so viel Quaderballen draus machen. Ich kann ja auch Breitablage mit echt aktivieren. Ja. So. Dann sieht es noch mehr aus. Und wenn du nachher fertig bist oder so? Ich mach gerade durch der zweite Hänger voll. Ja, ja. So viel wirst du da eh nicht hin tun können, nehme ich mal an. Ja, da passt nicht so viel rein. Ja. Aber es passt trotzdem sehr viel rein. Okay. Also ich glaube halb so viel wie an der Biogas. Okay. Das ist trotzdem einiges. Sind halt weit die Wege, die du fahren musst. Ja, das zieht's halt. So, ich melde jetzt nur mal das, was hier schon fertig gewachsen ist, weil wenn wir jetzt die Zeit auf schnell machen, dann hat Bobby Probleme. Ja, dann ist meins gleich verrottet, ja, wahrscheinlich. Dann hat Bobby Probleme mit dem Mais. Und ja, das. Wobei das immer noch zweite Wachstumsstufe ist. Ja, egal. Das lassen wir jetzt mal so. Was gucke ich im Fernsehen? Assi TV. Oh, ich weiß was. RTL. Nein, RTL 2. jetzt guck ich aber niveauvolles Fernsehen und guck Aktenzeichen XY. Voll Gangster, Mann. Wir reden irgendwie gerade nichts. Ja, das ist die Folge schon öfters so, meine ich. Ja. Das ist ein wenig. Also ein Hänger sind 20% hier drin. Okay. Ja, 5 Hänger braucht schon. Jetzt dann lass uns mal irgendwas überlegen, was wir reden können. Ihr könntet, das ist schwer, weil. Wir könnten
Ja, das ist bei so Vorbereitungen für was Besonderes immer ein bisschen schwer. Ja, es ist jetzt schwer, über irgendwas, über was zu reden, weil es kann sein, also wenn wir, so, wenn wir jetzt über was Aktuelles reden, dann ist das, bis die Folge erscheint, eh wieder alt. Ja, ist das, ja. Ah, was mir meine Mama gerade vorher noch gesagt hat, was vielleicht interessant sein könnte. Ich glaube, ab Januar 2013 wird es so sein, wer nach dem 1. Januar oder 19, keine Ahnung, was sie für ein Datum genau gesagt hat, aber wer, wer nächstes Jahr einen Führerschein macht, muss alle 5 Jahre eine neue Prüfung machen. Oder irgendwie so hat sie was gerade vorher gesagt. Davon weiß ich nichts. Ich weiß nur davon. Das kam gerade vorher in den Nachrichten anscheinend. Keine Ahnung. Aber ich denke nicht, dass das, oder ich denke, dass das nur eine praktische Prüfung ist, also nichts Theoretisches. Ja. Yeah. Ich weiß nur, dass wenn du den Hängerführerschein nächstes Jahr machst, egal wann du geboren bist, wenn du nächstes Jahr den Hängerführerschein machst, dann musst du für den kleinen Hänger eine extra Prüfung machen, der ist nicht mehr beim Auto dabei. Und für den große Hänger brauchst du wieder eine extra Prüfung. Was, der kleine Hänger ist jetzt auch nicht mehr dabei? Ja, der kleine Hänger ist auch nicht mehr beim Auto dabei. Und hat seine Extra-Prüfung. Und der Große hat dann wieder eine Extra-Prüfung. Ey, ich fahre genauso wie anscheinend, was ich mitgekriegt habe, auch der Roller nicht mehr beim Auto dabei sein soll. Das stimmt, beim Traktor ist er auch nicht mehr dabei. Nee, aber ich fahre mit dem Traktor mit 40 Tonnen durch die Gegend und darf beim Auto nicht mal 750 Kilo hinhängen, oder was? Ja, das ist ein kleiner Witz. Das ist ein großer Witz. Also bitte. Ey, deutscher Staat, was ist mit dir? So viel Geld habe ich dann auch wieder nicht. Oh je, ich kann doch nicht rückwärts fahren mit dem Teil. Heieiei. Wir haben schon wieder 26 Minuten. Das wird, glaube ich, eine ein bisschen längere Folge wie lange Folge. Nee, aber sowas finde ich unverschämt. Ganz ehrlich, das kann's doch nicht sein. Das ist nämlich gerade Führer, der hier oben steht, stellt die Sämaschine an die Seite und tu mit dem Kreisel, dass wir Heu machen können. Ja, komm, fahr doch los, Hexler. So, das Ding ist jetzt riesig, wie man sieht. Im Spiel nennt sich das Ding Zetter und bei uns heißt es, also im Schwabeländ heißt es einfach Kreiselhaier. So, ich denke mal, da kann man auf Stufe 2 fahren. Sollte ja. Wie heißt das Ding richtig? Zetter. Zetter. So ein blöder Name. Ja, genau. Also ich finde Kreiselhaier auch noch besser. Oder wenigstens Kreisler oder wie auch immer. Aber Zetter, wie kommt ihr auf Zetter? Okay, das ist gut, dass ich da angefangen habe mit Breitablage, sonst hätte ich hier viel weniger Heu produziert. Und Bobby, ich glaube, jetzt könnte ich dich sogar fast brauchen. Ich lerne noch schnell und dann, komm ich vorbei. Mit dem Traktor am besten, ja. Der Hänger lasse ich da, oder? Ja, lass ihn da stehen, das passt schon. Den holen wir in der Zwischenzeit. Muss ich das Johanna auch abdecken? Ja. So. Also 60% sind jetzt drin hier, ne? Ja, das reicht gut. Für den Anfang reicht das auf jeden Fall. Was hast du jetzt gesagt, zum Hänger mitbringen oder nicht? Nee, einen Traktor sollst du mitbringen.
dann darfst du nachher aller Presse. Wir sind jetzt bei 30 Minuten angelangt, aber wir machen die Folge noch mal ein bisschen länger. Ich hoffe, das ist für euch okay, aber ihr müsst ja nicht an einem Stück angucken. Ihr könnt ja die Folge auch einfach ein bisschen... Ja, habe da zwei Tagespause. Könnt ihr an dem Tag zwischendrin auch schauen. Ja, irgendwie euch merken, wo ihr stehen geblieben seid. Stehen gebleibt sind. Ja. Und dann weiter gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, ob es uns leid tut oder ob es euch recht ist oder wie auch immer. Aber ist halt mal was anderes. Ich denke, das wird nicht allzu oft vorkommen. Vielleicht nächste Folge noch mal ein bisschen länger. Eben wegen Weihnachten. Aber ja. Ja. Ich komme jetzt zu dir. Dann fahre ich gerade in die falsche Richtung. Und du kannst gleich Ballerpresse anhängen, die in der Scheune steht. Oder im Schuppen oder im UA. Oder im Unterstand oder wie auch immer. Müde. Jetzt haben wir schon wieder 20 vor 9, ja? Wenn man so überlegt, wann wir heute angefangen haben zum Aufnehmen. Ja, das ist schon viel. Ja, wenig ist nicht. Aber jetzt machen wir noch ein bisschen. Jetzt hast du ja den Hänger doch dabei. Ja, hast du doch gesagt. Nein, ich hab gesagt. Dann habe ich jetzt halt zweimal nicht hingehört. Sollst du einen Traktor mitbringen? Wen soll ich anhängen? Das Schwader. Nee, Ballerpresse. Im Schwader fahre ich Ballerpresse, könnte ein bisschen. Oder, nee, häng du das Schwader an, dann fahre ich mit der Ballerpresse. Dann kannst du nämlich danach aufsammeln, weil das wird mit dem Ding ein bisschen. Oh, danke schön. Das sah aus, wenn da noch Platz wäre. Drum fahre ich nur Auto, nicht Traktor. Hey, ich konnte gerade irgendwas anhängen. Ja. Habe ich jetzt gerade dein Frontgewicht anhängen können oder was? Ah nee, hä? Ich dachte, die ist angehängt. Das hängt's nicht an. Ja, du musst da richtig hinfahren. Oh, du Blödes. Entschuldigung, mir wäre es auch lieber, wenn es gleich klappt. Fang auch ganz links an. BX. So. Jetzt haben wir kleiner Bobby hinterher. Ich habe so das Gefühl, es gibt gar nicht viel Balle. Aber ich habe so das Gefühl, dass eine so eine Balle viel ist. Wieso ist denn eine so wenig? Ja, weil ich da aus Versehen nicht auf Breitablage gemäht habe. Eine Balle sind 4200 ungefähr. Jo. Sollen wir die vielleicht die Aufnahme beenden und nächste weitermachen? Stimmt, dann
reißt du mal jetzt einfach da das Feld fertig und peng. Die erste Balle ist rausgeflogen. Und mit der ersten Balle, die rausgeflogen ist, würde ich mal sagen, verabschieden wir uns hier. Und bis zur nächsten Folge, dem Weihnachtsspecial. Bis dann mal. Tschüss.